Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Viele wie es leid. Dalalala, bumm. So, ja, wir werden uns in dieser Folge mal wieder mit unserem ja, Kellerausbau bzw. Ausbau hier damit beschäftigen erstmal. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal überlegt, wir brauchen ja relativ viel Marble. So, das bedeutet, wir brauchen irgendwo eine Marble-Höhle her. So, und was ist da naheliegender, als nach einer Marble-Höhle zu suchen, als bei unseren Queries? Na, so, das heißt, wir gehen erstmal schnell aufs Charging Pad. Aber Energie ist da drin, das ist okay. So, dann gehen wir schnell nochmal pennen, damit wir da auch mit Monstern und so erstmal keine Probleme bekommen. Und ja, dann werde ich erstmal unten nochmal alles einlagern und dann können wir schön durchs Portal gehen und können dann damit erstmal nochmal unsere... Ja, wie soll ich sagen, erstmal alles nochmal ein bisschen erweitern, so gesehen. Wobei, ich könnte die Event of Equal Trade, könnte ich eigentlich vielleicht nochmal mitnehmen. Zack, 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 zack. Okay, so, die Event of Equal Trade, haben wir denn da noch was? Nee, wir haben ja nur die hier eigentlich. Eigentlich könnte ich schon nochmal eine gebrauchen, ne? So eine Event of Equal Trade. Wie war die jetzt nochmal herzustellen? Glaubst du hier, ne? Zack, zack, zack. Dann fehlt uns natürlich jetzt hier wieder Stickies und Gold und der ganze Spaß halt. Hier hätten wir was, die Stickies hätten wir hier. Hier hätten wir, und die Shards hatten wir ja gerade noch mitgenommen gehabt. So, ich glaube, das war eine Schere. Oh, du Scheiße. Das war nicht ganz so cool. Zack. Ich glaube, das war eine Schere oder sowas in die Richtung und ein bisschen anders Gedöns, also Seeds. Da habe ich 16 Stück, davon habe ich 16 Stück, okay. Und dann bräuchte ich grundsätzlich noch irgendwie eine Schere oder sowas in die Richtung, das wäre gar nicht so schlecht. Und natürlich Seeds. Ah, nee. Das sind keine Seeds, hier hat man ein paar Seeds, aber auch nicht mehr. Hier oben noch irgendwo ein paar Seeds, ja, hier, das würde dann reichen, von den Seeds her zumindest. Und dann könnte ich hier noch eine Schere. Ja, nein, Menno. Toll. So viel wollte ich gar nicht herstellen. Wollte nämlich nur eine einzige haben, Manu. So, zack. Okay. So, dann warten wir auf jeden Fall mal ganz kurz und dann müssten wir das eigentlich auch gleich haben. Dann werde ich mir noch mal ein bisschen Cobblestone und so das solches Zeug mitnehmen. Zack. Ui. Dann auf jeden Fall bei der Farm wahrscheinlich auch noch mal was machen müssen. Oh nee. So. Also es klappt hier trotzdem noch durch, sofern die Turtles dann voll sind. Es geht nicht alles hier lang. Das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Da müsste ich mir eigentlich auch nochmal was einfallen lassen, wie ich das am besten bewältigen könnte. Gucken wir mal, ob man da wirklich vielleicht mal eine Event of Equal Trade hinbekommt, die ja, Vogalen nur drauf, okay. Die sich selber regeneriert, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist meistens immer so der Anspruch, den man eigentlich hat. So, jetzt gucken wir mal nach einer Marble-Höhle. Gut, jetzt ist hier natürlich alles hier relativ voll mit Wasser geflutet. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Ui. Oh, wir haben einen Dungeon. Unten wäre ein bisschen eine Marble-Höhle, aber da ist scheinbar auch unsere Query. Ist sie schon ganz unten jetzt angekommen? Ja, da unten wäre Marble. Okay, hier unten ist auf jeden Fall eine Schlucht. Ja, das ist echt ungünstig, weil das Marble halt gerade genau dort ist. Weil mit etwas Glück finde ich hier noch eine Marble-Höhle. Ich habe mir jetzt auch keine... Jetzt habe ich mir das Zeug mitgenommen. Oh, toll. Wenn der Fickle Trade extra noch gebaut, aber keinen Kabel mitgenommen.
Ja, mit etwas Glück finden wir hier was. Aber irgendwie auch nicht. Nee. Irgendwie nicht. Hier leider nein. Okay, dann schauen wir mal hier. Wie es denn hier aussieht. Nach. So ein bisschen nach einer Marble-Höhle oder sowas in die Richtung. Auch hier nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Müsste ja, wenn dann sowieso an den äußeren Rändern sein. Oh, hier ist ein Spawner. Lol. Ja, hier ist wirklich ein Spawner. Okay. Hier ist echt ein Spawner. Bin ich auf der richtigen Ebene jetzt? Oh, da ist ein Spawner. Hey. Hi, wie geht's? Hey. Ein Spawner. Setz mal was drauf. Zack. Sie noch ein bisschen was frei machen. Dann komme ich auch erstmal runter hier. Na komm. Die könnte ich mir auf jeden Fall. Ne, das ist ein Spinnenspawner, ne? Ja, aber besser als nix halt, ne? Lass mich durch hier. So, dann müsste ich natürlich wissen, wie man das mit der Portal Gun nochmal macht. Das war irgendwie, weiß nicht, F irgendwas? Keine Ahnung. So, wir gucken nochmal hier nach, hier haben wir auf jeden Fall Marble. Aber hier wird das auch abgefarmt. Da hinten ist auch noch ein bisschen Marble. Okay, ich gehe erstmal nochmal zurück, hol mir auf jeden Fall Kappel. Und auch mal meine Portal Gun. Zack. So, Portal Gun wäre dann hier oben. Ups. Zack, da ist er. Da ist er verschwunden. Hier. Lol. Hol meine Portal Gun. Och nee. Hä? Wo ist jetzt die Portal Gun? Oh, toll. Ganz GG. Ah, da. Nee. Hä? Meine Portal Gun ist weg. Och, Mann, wo. Immer diese Bugs. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Portal Gun weg. Na, toll. Hab ja nicht mal was gemacht. Lol. Ich hab einfach nur einen Rechtsklick drauf gemacht. Meine Portal Gun. Manu! Vielleicht, dass das hier irgendwie von Items her ein bisschen verbuggt ist. Jetzt kann ich mir nicht mal mehr den Spawner holen, ey. Das ist ja richtig nervig. Da. Ich sag ja, das ist von den Items her auch manchmal verbuggt, aber ich dachte schon jetzt hier. Gut, hätte ich zwar wahrscheinlich auch ersetzt bekommen, aber naja, der Black, der ist so ein Typ, der mag das halt irgendwie einfach nicht und ja. Nee, es hätte halt, ja, sagen wir mal so, ich habe ja keine OP-Rechte auf dem Server, also keine administrativen Rechte. Und es hätte zu mehr Problemen geführt. Also jetzt habe ich trotzdem meinen, habe ich trotzdem in der lauter Aufregung, habe ich kein Kappel mitgenommen. Ach Mann, ich Depp. So, ich brauche allerdings jetzt schnell noch den Kappel und dann gucken wir mal. Lalalala. Zack. So, aber jetzt hier. So, dann gucken wir mal erstmal hier nach, hier nach dem Zeugs. Genau, da gehen wir erstmal dann gleich mal direkt runter. Ui. Na komm, put. Jawohl. Okay, gut. So, zack, hier. Das mal ran. Achso, ja, lol. Polygon brauche ich nicht, sondern Event of Equal to Wait.
Na komm, gib mir den Marble. Ja. Ja, gut, das geht auf jeden Fall auf hier. Na komm, gib mir den Marble hier. Zack. Komm. Ja, sehr schön. Na komm, den Marble will ich auch noch haben hier. Okay. Gut, so, schauen wir mal, was haben wir bekommen? Cobblestone, jawohl. Relativ viel Marble, das ist schon mal gut. Das ist so, ui. Ui. Ist hier noch irgendwie was übrig? Eher nicht so, ne? Also auf jeden Fall nicht allzu viel. Okay, dann haben wir hier drüben noch ein bisschen was. Ist ja meistens, wenn dann eh sowieso nur in den oberen Regionen eigentlich. So, ich hätte natürlich auch den Filter rausnehmen können. Hatte ich das gemacht eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den Filter rausgemacht hatte oder nicht. So, hier wird es auf jeden Fall lustig, weil ich würde nämlich ganz gerne eigentlich hier den Marble hier unten haben wollen. Aber ich komme nicht hier runter. Also nicht ohne irgendwie großartig wahrscheinlich Schaden zu nehmen. Das klappt hier irgendwie nicht so, wie ich das ganz gerne hätte. Hätten wir da irgendwo noch irgendwas stehen. Noch irgendwas abfarmen könnten. Drüben wäre auf jeden Fall noch ein bisschen was an Marble. Nicht viel, aber ein bisschen was. Das kann ja alle schon uns helfen ein Stück weit. Hui. Lol. Toll. Leider das Falsche ausgewählt. Ja, leck mich jetzt hier. Okay. Gut, das hätten wir jetzt auf jeden Fall. Dann bräuchte ich jetzt noch den Spinnenspawner. Und den holen wir uns jetzt gleich mit der Portalgun. Der war, glaube ich, hier war der drin gewesen, glaube ich. Wir können hier auf jeden Fall, können wir noch hier das Restmarble noch mit rausnehmen, was wir hier noch finden. Wo war es denn jetzt gewesen? War es hier? Ich glaube schon, oder? Ne, da. Okay. Oh, das Absenken, das dauert aber auch Ewigkeiten. Oh, hier ist wirklich ganz schön. Achso, hier ist ganz schön viel sogar. Lol. Ja, na. Und mach das. Fertig. So, Marble Farm auf Hochtouren hier. Okay, gut. Okay. So, Marble ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ich will nochmal schauen, wo war es denn gewesen? Ich glaube dort hinten, in dem Feld dazwischen. Ihr seht schon, ist relativ viel auch mittlerweile schon wieder auch hier von dem neuen Gebiet hier. Teilweise schon gut abgefarmt was. Wird auf jeden Fall nicht weniger werden auf Dauer gesehen. So, dann will ich hier runter. Beziehungsweise ich habe mir glaube ich auch hier einen kleinen Weg reingesetzt. Nein, mein Chatpack ist alle. Oh mein Gott, mein Chatpack ist alle. Oh mein Gott. Na toll. Ich hab's vorher gerade noch aufgeladen gehabt. Toll. Toll. Weck mich hier am Popo. Lass mich in Ruhe. Gut. So, ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen, hier nehmen wir mal die Erde. Muss mich nämlich hier mal ganz easy hochstecken. Zack. Okay.
Okay, so. Gehen wir schnell zurück, laden schnell das Chatpack auf, holen uns schnell noch den Spawner. Und dann schauen wir mal weiter. So, schnell aufladen. Ich hatte es doch vorher komplett aufgeladen gehabt, ne? Kann man aber mal sehen, wie viel so ein Chatpack auf jeden Fall an Energie und Leistung frisst, wenn man da... Wobei, ich habe es nicht, glaube ich, nicht komplett aufgeladen, sehe ich gerade. So, jetzt ist es aber voll hier. Ja. Läuft auch schon wieder voll. So, ich hatte mir hier irgendwo, hatte ich mir was gebohrt. Ein Loch gemacht. War das hier auf der Seite oder war das auf der Seite? Bin mir nicht ganz sicher. Oder wo war das denn? War das da? Ich weiß es echt nicht mehr. Nee, hier war es dann scheinbar doch nicht. Jetzt ist natürlich toll. Jetzt habe ich mir nicht markiert, ey. Das ist natürlich auch ganz prima. Oder war es doch hier? Nee, ich glaube nicht. Oder hier? Oh, toll. Ich glaube hier, oder? Nee. Nee, hier ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Man hatte das von oben so gut gesehen gehabt eigentlich. Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt eigentlich. War da die Query? Nee, die Query war dort nicht gewesen, ne? Oh mein Gott, ich habe ganz schön viel Schaden schon genommen hier. Lol. Gar nicht so gemerkt. So, Jungs und Mädels, wo ist jetzt hier der Spinnenspawn? Ah, da. Okay. Da habe ich mich runtergebaut. Hey, ich habe mich doch irgendwie auch runtergebaut gehabt, oder? Okay, hier ist auf jeden Fall auch so ein Dungeon noch. Also nee, hier stehen nur Truhen. Oh, toll. Lass mich. Ne, hier ist es auf jeden Fall nicht, aber es war definitiv hier irgendwo gewesen. Bin mir dazu 100% sicher. Ja gut, natürlich bin ich mir dazu 100% sicher. Ich war ja hier gewesen. Hab mich da irgendwo an der Seite runtergebaut, an so einem Hang. Aber bin mir nicht mehr sicher, wo es gewesen ist. Hier? Nee, schade, leider nein. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Wo ist es denn? Ja, Mensch. Vielleicht hier? Das könnte es natürlich sein. Hier haben wir natürlich das Dungeon halt, ne? Da liegt ja, da ist das Dungeon. Und ich habe da auch noch... Eigentlich hatte ich da auch eine Fackel gesetzt, ne? Relativ an die Seite, ne? Ich hatte ja auf den Spawner, da steht ja eine Fackel drauf. Das heißt, eigentlich müsste der das ja jetzt leuchten ein Stück weit. Oh mein Gott, habe ich den Spinnenspawner verdattelt? Na toll. Aber wir gucken einfach nochmal auf der anderen Seite hier. Guck mal hier mal drüber. La 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 la. Das sind nur diese zwei normalen Kisten. Hier ist nichts mehr weiter. Okay, dann gucken wir trotzdem mal hier. Vielleicht war das ja doch hier. Nee, also hier denke ich jetzt nicht. Und hinten wahrscheinlich auch nicht. Oder? Wo ist denn dieser Spinnenspawner jetzt? Oh Mann. Bin immer noch auf der Suche, wie ihr seht, wie ihr kläglich seht. Oh Mann, jetzt ist das Ding weg, ey. Doch, haben wir da doch einen Weg nach unten gebuddelt? Bin ich mir so sicher. Oh, das ist so traurig, ne? Das ist echt traurig. Ich könnte natürlich auch mal das Dungeon hier so abgehen, aber
Wisst nicht, was es bringen sollte. Ich find's halt einfach nicht, ne? Ich kann's halt echt nicht sagen, wo das Dingens jetzt ist. Irgendwo habe ich mich runtergebuddelt, das weiß ich. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich hätte ganz gerne den Spinnenspawner schon gehabt. So, sieht man hier irgendwo irgendwas. Muss ja hier gewesen sein. Man sieht ja nicht mal von oben das Loch, wo ich mich reingebuddelt habe überhaupt. Das ist ja das Problem. Sonst hier wäre da wäre vielleicht was. Ja, aber das ist viel zu hoch dort. Naja, gut, ich finde den Spinnenspawner jetzt aktuell nicht. Müsste ich mir auf jeden Fall nochmal die Folge anschauen. Dann weiß ich wahrscheinlich auch wieder, wo er ist. Und ich will euch jetzt nicht weiter mit der Suche hier belästigen. Und ah, da unten ist er. Lol. Da unten. Auch nichts wie hinter jetzt. Hey, wieso habe ich denn da nichts? Achso, hier ist das Loch. Ah, lol. Kein Wunder, dass man es natürlich dann nicht sieht. So, gucken wir mal. Wie war das jetzt gewesen? War das jetzt hier mit G gewesen? Ja, mit G. Okay. Gut, also nehmen wir mal den Spawner schnell noch mit. Lalalala. So, da war das Portal gewesen. Dann muss ich den Spawner gleich nur bei mir irgendwo mal aufstellen hier. Lalalala. So. Spawner ist noch da, okay. Alles heile. Ist zwar jetzt in Anführungsstrichen nur ein Spinnenspawner, aber geben auch natürlich XP. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, lol. Hab ich noch Fackeln? Ja, habe ich noch. Okay. So, ich muss hier ganz schnell den Spawner gleich noch aufgestellt bekommen. So, zack. Also, oh, lol. Hä, wie kommt hier eine Spinne durch? Lol. Hä, wieso kommt hier eine Spinne durch? Was ist das denn, ey? Lol. Lol. Ja, das wird, glaube ich, hier sehr schwierig werden hier, da was hinzubekommen. Ich denke, hier werde ich den Spawner nicht wirklich aufgestellt bekommen. Also ich öffne das natürlich noch mehr, oder dann habe ich vielleicht auch Monster in meinem Haus drin, was natürlich auch sehr unvorteilhaft wäre. So, wir probieren es aber mal. Ich will den nämlich ganz gerne in der ersten Etage eigentlich stehen haben, muss ich sagen. Oh. So, ich muss hier hoch. Irgendwie, oh, krass. Oh, meine Güte. Okay, das ist natürlich... Oh, die backen hier durch ohne Ende. Krass. Oh, meine Güte, die backen aber auch gut durch hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lalalala. So. Oh, scheiße hier. Oh mein Gott, ist hier. Hier ist hier aber Action. Okay. Sehen wir noch eine. Ja, die kommen ja trotzdem auch mit zwei kommen die durch. Warte mal, ich muss hier nochmal.
Also hier. Zack. Oh, diese Spinnen! Okay, merke dir, nie wieder in der ersten Etage da dahingehend was aufstellen. Wird richtig nervig. Ah, toll. Hier wieder was runter. Wird bestimmt die nächsten paar Minuten hier noch fighten dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Autsch. Ich muss runter. Und das ganz schnell. Muss ich mich erstmal schnell zurückziehen hier. Puh. So, ich würde sagen, das Problem lösen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.